Hallo und herzlich willkommen zurück in Two Point Hospital. So, wieder mal überlegen, ob ich mir... Ja, die kosten alle 60. 50.000. Das ist zwar recht klein, aber es wird reichen für die zwei Stationen. Denke ich. Normales Tempo, so. Ja gut. Starten. Upgraden. Der wird hier gerade upgradet. Eine Beförderung. Na gut, du Hausmeister. Ja. Nein, wir brauchen keinen Kredit. Eine Marketingkampagne soll man starten. Farbtherapie. Habe ich nicht. Okay. Also, das hier. Nee, wir machen das anders. Ich baue eine Station. Einmal. Wenn ich da noch eine Umkleide hinsetze, geht sich da kein Bett mehr aus. Okay. Machen wir das mal so. So. Und so. Es wird garantiert das liebste Bett sein, direkt neben der Türe. Hat kein Geld. Warten wir halt. Sechs Leute warten da drüben. Leider kann ich jetzt hier nichts tun, weil sonst bricht er mir die sofort ab. Also müssen wir kurz warten. John Hinges has taken our nice words of the day idea a little bit too literally. Ich sehe schon, meine Allgemeinmediziner sind schon wieder belastet. Curvature and plonk. Well, those are very nice words, John, so I'll let that stand. Ah, ich habe endlich wieder Plus. Ich kann weiterbauen. Nicht, dass ich das Zimmer dann bauen könnte, aber ich kann zumindest mal weiter planen. Eins. Zwei, drei, vier. Was ist, wenn wir es einfach so machen? So. Und dann da. Dann könnte man eigentlich eine Reihe klauen. Wir könnten nämlich das hier so hinstellen. Dann
Da sagen wir eine Reihe weniger. Dann brauchen wir ein bisschen Geld. Komm, trink den Säfterl. Ja gut, danke schön. Wir brauchen 19.000. Irgendwo haben wir einen umgebracht. Na komm, nur noch ein bisschen. Verkaufen. Jawohl. So. Das Zimmer. Und daher. So. Und dann müssen wir schauen, was wir jetzt noch brauchen. Bräuchte noch eines davon. Und zwar ziemlich genau hierhin. Jawohl. Ihr wartet da, gell? Selbstsepsis. Okay. Frakturstation. Okay. Geh mal kurz nach vorne. Wie schaut's bei dir aus? Krankenhausattraktivität von 70. Okay. Apotheke, ja. Palpitation, because sleep is for the weak. More to void, more often. This is two point radio. Bis das ist. Genau. Reparier den mal. Wohin gehst du? Kannst du was reparieren? Nein. Achso, der war schon fertig. Okay. Alle Vips? Mein Konkurrent ist im Krankenhaus. So, Krankenhausattraktivität. Ich nehme jetzt einfach einen Salz-Snack-Automat. Und eine Bank. Und eine Mülltonne. Und einen Trinkbrunnen hierher. Einen Trinkbrunnen daher. Ein Bücherregal. Und dann stelle ich vielleicht noch ein, zwei Jukas auf. Dahin kommt ein Anatomie-Poster. Beförderung. Befördern. Ja gut, so.
Was mich jetzt interessieren würde, das will ich nicht komplett vergessen. Okay. Okay. Normaler Heizkörper, einmal hier hin. Und da könnte man einen kleinen hinbauen. Genau. Schaut doch schon deutlich besser aus. So. Oh, das gibt gleich 12.000, wenn wir den heilen. Okay. Eine Nase. Ab zum Herzraser. Da ist niemand. Da haben wir noch 4 VIPs. Oh, Moment. Moment. Wieso ist hier keiner? Personal. Apotheker. Bräuchte eigentlich einer für die Apotheker. Super ausgebildet. Dick habe ich leider nur die eine. Ja, komm her. Steh auf, tu was. Wir haben ja noch 3 Notfälle. Kannst du alle heilen? Eure Teilnehmer. Haben wir wenigstens einen zweiten da? Frakturstation warten. Töpferei. Befördern. So, Frakturstation. Die wollte ich gleich hier daneben bauen. So. Einmal ein Bett. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Einer. Zwei. Fünf Betten, okay. Desinfektion. Mal irgendwas zum Schöner machen, einen Rosenstrauch.
kann ja in diesem Raum nicht einmal Poster aufhängen. So könnten wir es machen. So, was haben wir jetzt hier? Farbtherapie, Farbtherapie, Töpferei. 15 Ruf, okay. Töpferei und Farbtherapie. Farbtherapie. 4x3. Mal 3. Einmal. Zweimal. Eine Mülltonne. Feuerlöscher. Desinfektion. Heizkörper. Kaffeemaschine. Trinkbrunnen, Süßigkeitenspender, eine Jucca, ein Skelettmodell, atomisches Modell, Schrank, dann einmal Clownerei, Anatomie, einen Sehtest, einen Rorschach-Test und eine Ernährungspyramide. So. Zertifikate, natürlich. Kinderzeichnungen sowieso. So. Er darf sich hier hinsetzen. Könnte man aber ruhig. Jupp. So. Was war's noch? Farbtherapie und Töpferei. Eine Töpferei muss 4x4 groß sein. Okay. Können wir die eventuell irgendwo. Lassen wir die mal kurz. Ich möchte zuerst Marketing. Ich muss 4x3 sein. Moment, das geht daher. Eine Mülltonne. Einen guten Farblöscher, Feuerlöscher. Ja. Desinfizieren. Ein Heizkörper. Eine Kaffeemaschine. Ein Trinkbrunnen. Bücherregal. Einen Rosenstrauß. Und Kunst. Die wollen hier nichts von Krankheiten sehen. Sie sind im Krankenhaus. Strandgemälde. Und. Und eventuell halt noch hier. Zertifikat, noch ein Zertifikat. Ganz wichtig ist hier das Anschlagsbrett, die Zeichnungen. Ein Telefon. Haben die kein Telefon am Computer?
Eine Uhr. Und das Foto von der Jessie. So, jetzt brauche ich einen Assistent. Um eine Marketingkampagne zu starten, klicke auf einen auf den Marketing-Tisch oder setze einen Assistenten. Ah. Schalte mir Aufklärungskampagnen frei, indem du in jedem Gebiet neue Krankheiten entdeckst. Okay. Ich brauche jetzt erstmal einen Assistenten, der sowas kann. So. Ich suche Hausmeister. Eine Farbtherapie wollte ich noch bauen. Eine Tupferei, so. Ups. Krankenhaus hat Schulden. Ja, geht ja gleich wieder weg. Na komm. Könnte bitte irgendwas geheilt werden, damit ich wieder Geld habe? Dankeschön. Immer noch zu teuer. Excuse me while I take a bottle of sherry and retreat to my bomb shelter. So. Dankeschön. Eine Mülltonne. Einen Feuerlöscher. Eine Desinfektion. Ein Heizkörper. Kaffeemaschine. Trinkbrunnen. Ein Farbeimer kann ich verbessern. Okay. Machen wir dann gleich. Anatomisches Modell. Ein Schrank. Poster. Test. Ursachtest. Und Zertifikate. Einmal. Zweimal. Das Anschlagsbrett hinter der Kaffeemaschine. Ja, ja, ich weiß. Eine Uhr. Stuhl. Und das Foto von der Jasmine. Da. Erledigt. Jawohl. So. Oh, jetzt ist er abgehauen. Ja, jetzt wäre es fertig gewesen. Objekte. In diesem Teil des Krankenhauses machen wir silberne Bänke. So. Einen Energy-Automaten. Einen normalen Getränkeautomaten, einen normalen Snackautomaten, einen Salz-Snackautomaten machen wir hier und den Luxus, den gehen wir da drüben hin. Mülltonne brauchen wir hier. Ich würde sagen hier. Heizkörper. Da drüben bräuchten wir vielleicht noch einen kleinen. Trinkbrunnen für alle, die nicht zum Automaten gehen wollen oder können. Süßigkeitenspender.
Broschürenständer. Ein Zeitschriftenständer. Ein Bücherregal. Okay. Na komm. Okay. Was wir da noch bräuchten, wäre auf jeden Fall ein Klo. Frage ist nur, wohin? Assistant wanted in reception. So, was haben wir da alles? 5 von 6 Patienten geheilt, das ist schon mal ganz okay. Neue Krankheit, Kopfsalat entdeckt. Okay. 90 Tage, okay. Ohne Todesfall. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. So. Mach mal die fertig. Arbeitet im Marketing. Kann man nicht mehr upgraden. Gut, den hier kann ich auch nicht upgraden. Den hier. Den hier. Ja. Zwei Beförderungen. Einmal. Einmal. So, Ausbildung. Ich brauche. Psychiatrie. Du zum Beispiel. Du kriegst Psychiatrie 1, 2, 3 oder so. Mal schauen, wie weit wir dich bringen. So. Ich hatte jetzt eine Werbekampagne für Hausmeister. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich so bewirbt. Den nehmen wir mal. So, schauen wir mal. War wieder einer mit tierischer Anziehungskraft. Und ich nehme mich. It's time for another Sir Nigel Reviews. Mm-hmm. Many of you will be acquainted with the Crockenbush Bookshop Turn Up the Volumes. As it has come under new management, I decided to peruse their current selection. Far too many modern scribblers for my liking. Der ist nicht schlecht. Pointillist poetry is still second to none. Geschlagen, okay. So.
Ich hätte gerne... Ja, was hätte ich denn gerne? Kampagnenassistenten. 3 Monate reicht. Also wieso Assistenten? Mist, das war das Falsche. Kann ich die abbrechen? Ja, kann ich. Okay. Ich wollte Krankenpfleger. Dankeschön. Barrier. Ich bin doch schon beim Ausbilden. 3 Tage noch, dann kann ich den nächsten ausbilden, okay? Und der ist gleich fertig. So, für Geisterjägerei. Brauchen wir Geisterjäger. Okay. Sieben Personen. Schau mal, dass du die 2 durchkriegst. Ja, du bekommst eine Beförderung. Saure Knochen. Wir könnten hier sagen, +1 und hier auch. So. Wie lange braucht der Kurs? Okay. Haben wir da oben... Ist mir zum Upgraden. Den können wir nochmal upgraden. So. Einstellen. Krankenpfleger. Also, wen haben wir da? Okay. Overstepped its bounds with its latest treatment for wonky ankle syndrome. The procedure involves transplanting the foot of an athlete to the patient. Goodness knows what that treatment for athlete's foot might be. 9 Leute? Okay. Ah, du bist beschäftigt. Was, das haben wir geschafft? Cool. Aber doch nicht. Doctor wanted in Pan's Lab. So, da ist die Krankenpflegerin. Wo ist der Patient? Da kommt er. Ih, der hat ja da... Okay. Aha. Ich sehe schon, ja, du brauchst definitiv eine Behandlung. Du wirst die tierische Anziehungskraft jetzt hoffentlich los. Geheilt, sehr gut. Weiterbildung abgeschlossen. So, wir haben Farbtherapie 7-mal. Wir bräuchten hier bitte dringend einen Träger. Ah, da sieht man, wie der Energieschub geht.
Genau, mach dann noch einen Kaffee. Da ist ein Skelett im Kasten. Ist das der letzte Patient gewesen? Da kommen sie. Und ob wir das schaffen, das sehen wir das nächste Mal. Ich sage tschüss, tschau, baba, bis zum nächsten Mal.